Guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu einer Hide-and-Seek-Runde, in der wir ein paar Fragen beantworten, die wir bei Twitter geschrieben haben. Falls ihr in der Zukunft mal dabei sein wollt, dann könnt ihr auf Twitter natürlich folgen, dem Adi und dem Dena und mir sind in der Beschreibung alle Twitter-Konto verlinkt, weil die beiden sind nämlich auch heute dabei. Und ich heute tweete hatten wir den. Was seid ihr für ein Blog? Oh, ich sag nicht, was für ein Blog ich bin. Ich sag, wer bleibt doch in der Mitte? Oh, ich finde die Map einfach scheiße. Seid schon abgehauen? Oh, ich muss hier weg, ich muss hier ganz schnell weg. Ihr seid Arschlöcher. Grafikeinstellungen. Ihr seid am Arsch. Oh Gott, ich muss hier weg. Okay. Ich bin einfach stehen geblieben, mal Kopfhörer richtig reinzudrücken und dann war ich schon ein solider Block. Oh nein, die Sieg gekommen, um dich zu finden. Nein. Okay. Wo bist du, Dene? Ich bin schon mal versteckt. Ich weiß nicht, wie ein Beacon ausschaut. So ein dieses blaues, blaue komische Ding. Genau. Wir hatten heute stehe ich mich einfach in die Landschaft. Wir hatten heute einen Hashtag und der heißt ungeartnert. Kann ich gar nicht aussprechen. Und jetzt gucken wir mal einfach, was da alles für Fragen sind. Und da lese ich mal einfach ein paar schöne vor. Warte, Moment, Leute. Sorry für das. So. Okay. Der allererste war der Jakob Frankenreiter. Er hat geschrieben: Wie seid ihr auf euren Namen gekommen? Diese Frage ist schon sehr oft gefragt worden, aber wir können es in der Kurzform einfach mal schnell erklären. Adi. Heißt eigentlich Klaus Dieter. Adi ist eigentlich Klaus Dieter. Namens. Hat sich gedacht, er braucht einen neuen Namen, den er nicht hat. Oh Gott, kommt der Typ jetzt näher? Ja, nee, also Adi kann man ja, ist ja selbsterklärend, ne? Ja, genau. Bei mir war es, ich hatte vorher, ich muss hier weglaufen. Bei mir war es vorher halt ein Account, der hieß Unschwer, da hatte ich meine Dreadlock-Videos gemacht und da wollte ich einfach irgendwas mit Un und dann habe ich gedacht, ja, Un und Spielen-Kanal angespielt, ja, lustig, haha. Also auch nicht großes Zauber, aber bei Dena gibt es da einiges zu erzählen. Dena, willst du die Kurzform erzählen? Die nächste Märchenstunde, Kapitel 1. Es war einmal ein kleiner Felix. Der war auf einer LAN-Party. Naja, da haben sich dann alle Leute irgendwie komisch genannt. Manche nannten sich Penis-Peter. Das fand ich aber etwas vulgär, aber die Idee gar nicht schlecht mit dem P und dem P, weißt du? Sonst haben wir ja. Und dann habe ich gedacht, ich esse ja auch gerne Döner. Zu der Zeit mehr als jetzt. Und dann habe ich mich Döner Dirk genannt, also Dirk nicht mit I, sondern mit Ö, weil zwei Buchstaben gleich, das ist aber eigentlich dumm gewesen, aber habe ich gemacht. Da haben wir Battlefield gespielt und dann war auf dem ersten Platz ein und ich dachte so, wer ist der denn? Und dann habe ich gemerkt, dass ich das bin und dann dachte ich, boah, wie cool, und dann dachte ich so, ja, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, so einen Namen zu haben, den hat niemand sonst, das ist ja so ein Kunstwort, und dann habe ich den einfach immer benutzt. Und dann haben die Leute, konnten immer Drachen nicht aussprechen, haben mich einfach nur noch Dena genannt und darum heiße ich Dena. Seid ihr scheiße schon gefunden worden? Nein, ich bin super versteckt. Und ich bin auch ganz gut versteckt. Ich habe gerade einen geboxt und der hat mich nicht gefunden. Oh, ich laufe die ganze Zeit weg, die ganze... Wo bist du denn? Was warst du für ein Block? Nein, ich bin noch am Leben, Was bist du denn für ein Block? In der Workbench. Ich glaube, ich habe dir gerade einen vom Hals gejagt. Hatte ich gerade einer verfolgt? Ich sehe keine. Mich verfolgen 8 Leute oder so. Läufst du so im Kreis? Da, ich sehe dich. Ich laufe hier an den Holzdingern vorbei. Ich bin auf einem Pilz drauf. Bin einfach in der Mitte von einem Pilz im Beacon. Niemand erkennt mich. Alter, ich renn die ganze Zeit. Scheiße, ich glaube, jemand hat mich. Nee. Die checken nicht, dass ich hier oben bin. Ach Mann. Nur weil ich dir helfen wollte, Simon, hat mich jetzt jemand entdeckt. Oh, scheiße. Also, Denas. Simon, ich sehe dich. Oh Gott, da kommt jemand. Oh Gott. Also die Kurzform, warum Dena's Name entstanden ist, einfach weil Ü, Ä und Ö nicht funktioniert haben, ne? Weil du Döner Dirk mit zwei Ö genannt hast. Eigentlich heißt nämlich Dena Döner Dirk. Aber es hat jetzt nichts mehr mit Döner zu tun. Nee, aber hat er was mit Dena zu tun? Dadurch ist entstanden, aber der Name soll nichts mit Döner bedeuten. Ja, tut man nicht so. Oh, diese Scheiß-Leute, ich hab gefunden. Okay. Da war einfach so ein Kack. Das ist ein Scheißjäger, der boxt mich die ganze Zeit mit der Faust, ist der behindert? Niemand wird mich finden. Und Simon weiß auch nicht, wo ich bin, weil er mir nicht zugehört hat. Doch, hab ich. Du bist auf dem Pilzen Weekend-Block. Tja. Und ich werde dich finden. Doch, ich werde dich finden, Dena. Auch wenn es das Letzte, was ich tue. Okay, die nächste Frage. Ich sag dir, wenn ich dich sehe. Die letzte Frage von Melanie. @ungespielt@dena@adimon Hashtag ungeartnert. Habt ihr schon mal so richtig Streit gehabt? Ja, wir haben eigentlich jeden Tag Streit, weil wir hassen uns wie die Pest. Dass wir zusammengezogen sind, war die schlimmste Entscheidung unseres Lebens, weil wir eigentlich... Ja, ist echt so. Wir haben uns eigentlich immer nur so richtig haten gegenseitig. Hä, wo ist denn der Hurenschmock, der Dena? Aber wie bei jeder guten Freundschaft hat man auch manchmal Streit. Ja, aber eher so aber nicht so häufig. Also wir hatten noch nie wirklich richtig Streit, oder? Hat mich schon mal so richtig Streit... Oh, jemand hat mich gerade entdeckt. Nee, aber ist auch nicht... Oh. Nein! Ja, ich hab dich entdeckt, Dena! Wusste ich doch. Siehst du, Dena? Nein, lass dich nicht von jemand anders erwischen. Ich erwisch dich immer noch hier.
Wie einfach alle um Dena drum waren. Du hast gewonnen, Dena! Du hast gewonnen! Dena yes. Survived! Du bist in der letzten Sekunde, oder bist du gestorben? Ich weiß es nicht. Er ist auch gestorben. Best, nein, ich hab nur am längsten überlebt. Bist du gestorben? Warte mal kurz. Ich glaube, ich bin gestorben. Weil ja, Heider, Dena Dirk has been killed. Und dann steht da. Ach so, Dena hat survived 294 Sekunden. Okay, ja, und das, ja. Aber du hast ganz knapp vor Ende wurdest du. Ganz knapp vor Ende wurdest du gefunden. Das ist schnell in die 13. Schnell, die gehen in die 13 rein. Schnell. Bist du drin? Ja. 13? Okay, 13. Und dann würde ich sagen, lesen wir weiter die Fragen vorher. Nämlich, also Streit, ja, so wie halt, wie so normale Mädchen halt. Wir sind halt alle Mädchen, ne? Wir zicken uns manchmal an, aber sonst nicht. Moment, dann suchen wir noch was Schönes. Kim Bora schreibt, Adi, deine Tochter oder deine Mutter? Beides. Beides. Sie schreibt, welche YouTuber hättet ihr noch gerne im YouTube-Haus? Hashtag ungedehnt. Lass mal jetzt mal voten, damit ich mal Space kommt. Lass mal voten, dass ich mal Space kommt. Lass mal bitte, ist ja gut. Lass mal bitte. Ich bin aus denen rausgegangen, ich bin dumm. Komm, hey, komm rein. Lass uns bitte für die Shipyard oder Animal Village. Lass uns drei voten, vote 3. Okay. Hab ich gemacht. Okay. Space. Ich hätte gerne Izzy da. Ja, ich auch. Izzy ist ein süßer Boy, mit dem haben wir auch, machen wir auch viel was und der. Manchmal glaube ich, Izzy wohnt schon hier. Ja. Oder Justus. Der schläft Bum. Manchmal einfach auch lange hier. Ja, Julian Bam. Justus Bum wäre auch lustig. Herr Bergmann? Herr Bergmann wäre auch sehr Herr gut. Bergmann. Herr Bergmann. Es müssen halt Leute sein, die man auch jeden Tag ertragen kann. Also nicht so jemand wie Dena oder Adi, wo ich einfach nur kotze, wenn ich die sehe. Die stinken. Sondern so Leute, die man halt auch ertragen kann. Ich bin rausgekickt kann. Worden. Echt? Nein. So, nachdem wir jetzt aus der Lobby gekickt worden, weil Adi noch keinen Rang hat hier auf dem Server, sind wir jetzt wieder drin. Lass mal in der Mitte jetzt warten, lass alles zusammen. Nein, rumlaufen. Ich will alleine rumlaufen. Oh, Dena, komm zu mir. Ich bin Wood, ich bleib hier. What, du bist Wood? Ich bin ein Bookshelf. Wo bist du genau? Da, hier. Warte, ich hüpfe jetzt auf dieses Auto. Ah, ja, ich auch. Lass uns Sex haben auf dem Auto drauf. Ich stehe an einer ganz guten Stelle, ich bin Blumentopf. Komm, ich hab ein gutes Versteck, Dena. Komm. Okay. Okay, nächste Frage ist von Alyssa Jane. Was haltet ihr von Homosexuellen und wie findet ihr es, dass manche Leute Homosexuelle verachten? Zu der Frage würde ich einfach nur sagen, dass die super unnötig ist. Also es ist nicht unnötig die Frage, sondern es ist schade, dass so eine Frage überhaupt gestellt werden muss, weil es wäre so, als würde man sagen, was haltet ihr von Heterosexuellen, was haltet ihr von Christen, sollte irgendeine andere Lebensweise, warum sollte das überhaupt jemand bewerten dürfen? Also ich denke mal, für uns alle Homosexualität gleichzusetzen mit Heterosexualität, also wer einen Mann liebt oder wer eine Frau eine Frau liebt oder was auch immer, das ist sowas von scheißegal und ob jetzt ein Mann eine Frau liebt, also das ist eigentlich in unserer heutigen Gesellschaft sollte das eigentlich gar kein Thema mehr sein, meiner Meinung nach. Aber ist es leider. Ja. Also leider. In der Jugend. Leider. Hat man ja gesehen, wie bei Conchita Wurst, ne? Dass da wieder so viele Leute. Ich denke auch in der Jugend, also so, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, also überhaupt der Schwul ist sowas von anerkanntes Schimpfwort. Was eigentlich voll krass ist, dass es ja, das aber, ist. Ja, aber Schwul, das finden Schwule selber nicht als Schimpfwort. Also, Weil es ja, so Mainstream geworden ist, aber auch nicht alle. Also ich glaube, das greift wahrscheinlich auch welche an. Und, also ich kenne viele Schwule, wenn man sagt, dass es so ist. Ja klar, das ist natürlich blöd, dass sowas geworden ist. Aber mir rutscht auch mal sowas raus, wie du bist voll behindert und das ist auch eigentlich ein richtiges. Ja, weil es halt alle sagen. So verbreitet ist, ja, aber das ist nicht gut. Ja, aber nicht aber gut. Dahinter, also ich denke, es sind extrem viele, sind gerade in der Jugend, sind so latent schwulenfeindlich. Ja, das ist echt schade. Würde ich auf jeden Fall sagen. Gerade in der Jugend. Und das wird noch verstärkt durch ganz viel Musik, also was so im deutschen Gangster-Rap ist so. Das ist eigentlich richtig krass so. Und das ist eigentlich. Ja, auch, also ist halt einfach nur, wie nennt man das? Das ist nur eine künstlerische Freiheit, oder wie ist es, ne? Ja, man kann sagen, es ist künstlerische Freiheit, einzelne Menschen zu verachten oder Menschengruppen zu verachten, aber das ist. Ja, aber die deutsche Gangster-Rap sagen. Es ist auch nicht so, dass alle, die solche Texte schreiben, schwulenfeindlich sind, aber sie verbreiten gerade in der jungen Zielgruppe und die haben einfach alle eine junge Zielgruppe. Ja. Hauptsächlich, klar, wird sowas auch von älteren Menschen gehört, aber große Teil der Jugend hört eben solche Texte und sind leicht empfänglich für sowas. Ja, weil die selber nicht reflektieren, was es bedeutet, aber ich denke mal nicht. Ja, eben. Also und deswegen denke ich mir das immer weiter. Es wird ja auch gesagt, verbreitet. Es wird ja auch gesagt, ich ficke deine Mutter in den Texten und dann könnte man auch sagen, es ist voll mutterfeindlich. Ja. Also im Endeffekt ist naja, das ist schon was anderes, wenn ich weiß, ich werd gesucht. Also, jemand hat mich. Also meine Meinung dazu ist einfach, das ist ein Thema, dass es gar nicht mehr wert ist,
dass da überhaupt drüber gesprochen wird, weil gerade das sollte... Also es wird, also nee, es ist ein Thema, was eigentlich so sein sollte. Ach das so, meine ich damit. Ja, es sollte eigentlich nicht anders behandelt werden als jede andere sexuelle Vorliebe oder was auch immer, wie man das darlegt. Aber im Endeffekt finde ich es schade, dass, dass trotzdem in unserer Gesellschaft sowas, so eine Orientierung... Scheiße! Oh, ich habe dich gerade gehört, wie du geschlagen wurdest. Nein, ich bin gar nicht da. Ah, du hast noch nicht so viel dazu gesagt, sag du noch was. Ich muss gerade weglaufen und bin tot. Okay, jetzt kannst du was sagen. Das war meine Meinung dazu. Ich boxe einfach immer und dann laufe ich weg. Also ich stehe richtig gut und mich findet einfach keiner. Verdammt! Ich boxe immer weg und dann kann ich, dann komme ich jedes Mal, aua, aber noch einmal Schlag und ich bin tot. Oh nein. Fuck. Jetzt finde ich euch. Okay. Ich finde euch. Oh Gott, der Typ kommt näher. Die Wände kommen näher. Nee, alles okay. Lol, ich stehe hier einfach so gut und ich alle rennen an mir vorbei. Nächste Frage. Rico Reinhold schreibt, könntet ihr euch vorstellen, auch in einer großen WG zusammen zu wohnen, nicht nur in einem Haus, wo ihr eine eigene Wohnung habt? Das ist eine gute Frage eigentlich. Weil ich glaube, das könnte ich mir nicht vorstellen. Also, ich könnte es mir am Anfang konnte ich mir das vorstellen, weil ich dachte, ja, wäre voll cool so. Aber mittlerweile denke ich mir, es ist so angenehm, dass man seine Privatsphäre hat und seine eigene Wohnung. Find's genial, also, wie es jetzt ist. Ich möchte auf gar keinen Fall eine WG. Wir haben eigentlich die Vorteile einer WG. Also ich meine, Tadl und Adi wohnen ja in einer WG. Tadl hat gerade Adi gesagt, nein. Ne, ich meine alle. Ja, klar, alle, das wäre schon viel zu krass. Viel, zu krass, ne? So zu zweit ist ja noch okay. Wir haben ja jeder hier einen eigenen Raum und die Wohnung ist ja auch groß genug, so für zwei Leute. Und von also daher finde ich, das ist nicht... Ich finde, wir haben halt im Moment den Vorteil einer WG, dass man alles zusammen machen kann, was man will. Ich meine, wir essen ja sogar ziemlich häufig essen wir was zusammen. Und aber ohne die Nachteile, weil man sich halt komplett zurückziehen kann. Ich finde, in einer WG kannst du dich zwar auch in dein eigenes Zimmer zurückziehen, aber schon ein Riesenunterschied, ob du deine komplett eigene Wohnung hast oder ob du nur ein eigenes Zimmer hast. Ja. Und deswegen, ich finde es perfekt, so wie es jetzt ist. Und ich könnte es mir auf jeden Fall auch nicht vorstellen, weil ich bin auch absolut nicht der WG-Typ. Glaube ich so. Also ich finde es so, wie es im Moment ist, echt genial und wird so, finde ich, tausendmal besser als. Sehe ich genauso. Also ich hätte auch keinen Bock auf eine WG. Ich habe gewonnen und ich stand die ganze Zeit nur auf der Blumenwiese hier rum. Lol, ihr Kackloops, ihr seid alle Kackloops. Da siehst du, wie ich bin der Blumentopf hier. Auf der Blumenwiese. Arschlach. Lol. Du hast gecheatet. Ich habe richtig. Die zweite Runde war richtig nobel. Hacker. Einfach nichts gemacht. Halt einen Sieg, Hacker. Noch eine kleine Frage. Cheater. Zum Abschluss. Und Cheater-Wurst. Eine kleine Frage zum Abschluss. Was machen wir dann noch? Würdet ihr, wenn ihr YouTube 3 bis 4 Monate lang pausieren würdet, wieder weitermachen? Das ist eine seltsame Frage. Man muss erstmal einen Grund finden, warum es pausieren müsste. Sagen wir mal, das ist wirklich was Schlimmes. Malen wir jetzt mal den Teufel an die Wand, was natürlich keiner hofft. Jemand kriegt einen richtig heftigen Unfall und ist wirklich 3 bis 4 Monate im Krankenhaus oder irgendwie sowas, ja? Und kann einfach in der Zeit kein YouTube machen, muss es pausieren. So. Ich denke mal, dann wird jeder von uns wahrscheinlich auch danach weitermachen, weil, also, ich denke mal, da spreche ich jetzt für alle, YouTube ist unsere größte Leidenschaft, unser Leben. Und als YouTuber, also es gibt natürlich solche und solche YouTuber, aber ich glaube, wir sind YouTuber, die das Ganze so als, ja, also so Lebens, das ist schon was eine Lebenseinstellung irgendwie. Weil auch so Events, wo YouTuber untereinander sich treffen und so, da freut man sich eigentlich immer drauf und so. Ich weiß nicht, ich finde das einfach richtig geil. Doch, auf jeden Fall, das ist genau unser Leben, so wie wir es uns im Moment, so wie wir es haben, finden wir richtig cool. Es hat so ein paar negative Seiten, wie es halt ist, wenn man in der Öffentlichkeit steht, aber insgesamt ist es eigentlich einfach... Genial, ich sag halt, das kommt ganz auf den Grund an, warum man halt eben pausiert. Wenn das sowas ist wie ein Unfall, der halt nichts mit YouTube zu tun hat, nur man halt daran gehindert wird, dann Videos zu machen, dann will man auf jeden Fall wieder anfangen. Aber wenn es halt irgendwas mit YouTube zu tun hat irgendwie, dass man dann vielleicht ins Grübeln kommt, okay. Aber ich kann mir da auch nichts vorstellen, ehrlich gesagt. Also ich würde sagen, wenn das halt irgendwas ist, was jetzt nichts mit YouTube zu tun hat, dann würde man auf jeden Fall weitermachen. Und wir haben halt den großen Vorteil, dass wir halt in unserer Gruppe sind, dass wir auch wissen, dass wir immer wieder unterstützt werden. Wenn jetzt einer von uns plötzlich aufhören müsste für 4 Monate und dann wiederkommt, dann würden die anderen ihn die ganze Zeit dann wieder aufbauen und so. Und das ist viel besser, als wenn man so in YouTube alleine steht. Deswegen. Klar, es ist immer gut. Also es ist auch ein Tipp für alle Leute, die jetzt von euch vielleicht selber YouTube machen. Sucht euch eine Gruppe von Freunden, mit denen ihr wirklich viel zusammen macht, weil in der gemeinsamen ist man halt einfach stark. Das hört sich jetzt so kitschig an und so, aber es gibt dieses Sprichwort, wenn du alleine gehen willst, geh schnell, wenn du alleine irgendwo, also wenn du schnell gehen willst, geh alleine. Wenn du
weit gehen willst, geh mit jemandem gemeinsam. Und das ist so die Sache, wenn du alleine gehen willst, dann, wenn du schnell irgendwas machen willst, wenn du schnell irgendwas erreichen willst, dann hindern dich manchmal andere Leute, weil du Absprachen treffen musst, gerade bei so Projekten. Ihr wisst das ja manchmal, wie viele Leute sich in den Kommentaren aufregen, boah, es hat jetzt 3 Monate lang gedauert, so ein Projekt zu planen. Ja, weil halt viele Leute lange Zeit in Anspruch nehmen, weil gemeinsam dauert es etwas lange, aber man geht damit, gemeinsam geht man weiter. Aber wenn man alleine etwas macht, kann man halt schneller einfach ohne irgendwelche gemeinsamen Entscheidungen zu treffen, Sachen durchziehen. Aber alleine geht man nicht so weit. Also man ist einfach, also es ist einfach, ja, ich glaub, passt richtig aufs, passt einfach das Sprichwort. Glaube, ich verstehe schon, was du meinst, Simon. Gut, ich hoffe, das fand ich sehr schön, das fand ich sehr schön. Schönes Schlusswort. Adi, du hast das Schlusswort, du hast das Schlusswort, Adi. Ich liebe euch. Schön, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis heute Abend. Ciao. Tschüss.